Jo Leute, frohes neues Jahr. Happy New Year, Happy New Year. Wir machen heute Reaction-Video. Ich habe mir gedacht, um ein bisschen reinzukommen ins neue Jahr 2023. Warum nicht einfach mal völlig ohne Vorstellung mal reingehen hier, ZDF. ZDF Mediathek. Was gibt's hier alles alphabetisch? Achtung Essen, Advent, Advent. Die Anstalt, Arctic Circle, der unsichtbare Tod, Aspekte, Astrid Lindgren, Aurel Original, mal gucken. Auf der Couch, ja, genau, so sieht er auch aus, Alter, im ZDF. Yo, Tommy im Chat, grüß dich. Was soll ich gucken? Mach ich, bei E soll ich gucken. E, Sendungen E. Was ist er denn hier? Echse auf Achse. Ich gucke Echse auf Achse. Also, let's have a party. Willkommen, Reaction-Video Echse auf Achse, ZDF Mediathek. Ich bin mal gespannt, wie das neue Jahr losgeht. Ich finde dich schön. Was ist hier denn los? Wer ist er? Danke. Sag mir, was dich an deinem Aussehen stört. Ich glaube, das ist eine Falle. Und wenn wir von der Chiara so ein bisschen was nehmen und mir daraus eine Hand machen? Wenn was ist, ruf's an. Du hast schon mal ganz kurz. Was geht denn hier ab? Wieso läuft der? Erstmal, was ist das? Was ist das für eine Produktion, Alter? Sind wir im Jahr 1999? Was ist das für eine Musik? Und warum ist das? Was ist das für ein Viech? Warum steht hinter dem Viech einer, der ihm die Hand in die Hand steckt? Echse auf Achse in der Schönheitschirurgie. Hallo? Warum ist da so ein Gymnasiast an dem Typen, an der scheiße Echse dran? Bin die Echse. Bitteschön. Frau Eberlein, haben Sie einen Termin? Ja, 11 Uhr. Ja, super. Das Rauchen ist hier nur leider verboten. Dann lasse ich das. Perfekt. Dann einmal ruhig durch die rechte Tür ins Wartezimmer. Der Doktor ist dann gleich bereit. Stell dir mal vor, der ZDF ruft an und sagt, wir kommen heute mit einer Echse vorbei. Da musst du da mitspielen, Alter. Aber ist nicht einfach nur eine Echse, sondern ist da so ein Typ dran. Mit dem Bart, Alter. Auf wen sollen wir denn jetzt gucken? Auf den Typ dahinter oder auf das scheiß Viech? Was ist das für eine Idee, Alter? Was ist das für eine Idee? Was? Nein. Könntest du aber sein. Danke für das Kompliment. Ich bin die Echse, wie heißt du? Ich heiße Chiara. Chiara? Mhm. Und hast du hier Termin auch heute? Ja. Er nutzt die Echse einfach nur, weil er notgeil ist und kein einfach Schiss hat, die Weiber selbst anzusprechen. Hat er sich eine Echse davor im Bauch geschnallt, damit man seine Latte nicht so sieht. Alter, guck mal, wie ein notgeiler Typ. Stell dir mal vor, du hast einen Typen, Alter. Und der will immer eine Echse auf dem Bauch haben, wenn er mit dir spricht. Richtig unglücklich, traurig unglücklich oder so? Und wie ist die Scheiße? Ganz gut, aber kann man noch geiler machen. Die ist scheiße genäht hinten, die verkackte scheiße Echse. Guck mal, es sind hinten alles Fussel. Ja, ist gelungen. Die richtig zugenäht. Was ist das denn für eine Idee? Willst du einen Keks? Nee, ich will keinen Keks, dankeschön. Ich will gar nichts von dem scheiß Viech. Ich glaube, das ist eine Falle. Die Echse ist, obwohl die Echse ist ganz geil, aber der Typ da hinten, da würde mich derbe nerven. Und dann saugt das hinten raus wieder ab und nimmt Kohle für. Ja, genau. Das ist das Geschäftsmodell. Ist, ne? Weiß einer, wer das ist? Kann mir mal jemand bitte schreiben, was das für ein Freak ist, der da in der Echse drin steckt? Was will er von ihr in der Arztpraxis? Ja, Schönheit ist... Ja, sie hat ein bisschen was machen lassen, sieht man. Man muss... Bisschen hier, aber es und man natürlich auch. Sieht man kaum. Man darf auch. Er hat auch ein bisschen was machen lassen. Aber Schönheit ist auch viel zu dürfen und nicht nur zu müssen. Ja, das stimmt. Ja. Ich finde dich schön. Danke sehr. Magst du mal meine kleine Echse anfassen? Aber Vorsicht, der Schwanz kann abfallen, wenn ich zu sehr erschreckt werde. Ich muss rein. Viel Spaß. Hat der Creep gerade geflirtet im Wartezimmer. Oh. Ohnehin schon mal ein geiler Ort, um irgendwie eine Alte aufzureißen. Im Wartezimmer. Und richtig gut ist, wenn man sich noch eine Echse vor den Bauch schnallt. So, Dr. Murat Dagdelin, los geht's. Sag mir, was dich an deinem Aussehen stört. Naja, stört. Also ich meine, was stört dich denn an meinem Aussehen? Ich lasse mir auch immer gerne Inspirationen. Schön ist, dass sie da nicht so viel Haut vorher Texte überlegt haben, sondern einfach improvisieren. Das ist echt nun wirklich
Das steigert die Qualität der Sendung deutlich, dass da viel improvisiert wird. Toxen einfach ein wenig und holen die Augenbrauen ein wenig hoch. Du hast ja keine Augenbrauen, aber den Bereich, der die Augenbrauen hätte, ein wenig hoch. Dann wird auch die... Das Geile ist, das ist nämlich die gerechte Strafe, wenn man so einen Dreh zusagt, wenn das ZDF anruft und sagt, wir kommen in der Exe vorbei. Die gerechte Strafe ist, dass du dann mit der Exe am Tisch sitzt und die mit dir redet und du dich dann mit der Exe unterhalten musst. Hättest du nicht zugesagt, hättest du da keine scheiß Ex in deinem Sprechzimmer gehabt. Die Haut, die da drauf drückt, auf das Lied auch weniger. Also was wirklich mir echt fehlt, und da müssen wir auch nicht drum rumreden, ist die rechte Hand. Mann, und allein die Vorstellung, wie mega unangenehm das dem Kamerateam sein muss. Die schämen sich bestimmt währenddessen voll die ganze Zeit. Oh, Alter, ich halte da nur drauf, ich guck mir das nicht an. Und der Tonmann macht die Ohren zu, weil er das Gelaber nicht ab kann. Scheiß Ex, Mann. Also hier ist einfach keine dran. Könnte man... Aus meinem hängenden Lied, was ja nun wirklich massiv ist, könnte man da komplett Finger machen? Naja, so viel Haut ist da jetzt nicht, dass man eine ganze... Und er muss sich jetzt die Antwort ausdenken. Kann. Und wenn wir von der Chiara so ein bisschen was nehmen und mir daraus eine Hand machen? Sollen wir sie mal fragen, ob sie dich wieder sehen möchte? Oh. Okay. So, heute ist ja die Kontrolle. Mhm. Was wird jetzt gemacht für eine Kontrolle? Ist alles in Ordnung? Ja. Dann ist ja das Gröbste geschafft. Ja. Nur noch 10-20% Schwellung. 20% Schwellung? Also wenn ich sie sehe, kriege ich 80% Schwellung, aber... Schwellung, jetzt verstehe ich's. Wegen Penis. Und meinst du, wo ist denn noch die Schwellung zu sehen? An der Nadenspitze. Spitze ist natürlich auch... Wie ist das überhaupt in die Mediathek reingerutscht? Guckt da keiner vorher drauf, was für Videos da hochgeladen werden? Ist das wie Pornhub früher? Dass man einfach hochladen kann, was man will? Weiß das ZDF, dass es die Sendung gibt? Optimistisch formuliert, ne? Nee, wussten wir nicht. Haben wir auch erst erfahren über ihr Reaction-Video. Er ist einfach ein fickgeiler Typ, der ein bisschen Probleme mit Frauen hat und sich deswegen eine Echse gekauft hat. Oder selbst genäht. Noch schlimmer, Alter. Dann wären wir soweit. Wir können das Weitere dann besprechen. Okay. Alles klar. Alles gut. Die Challenge war folgende. Schönheitsoperation vor laufender Kamera. Sowieso schon würdelos fürs Fernsehen. Aber wie kann man das noch ein bisschen würdeloser machen? Wenn da einfach ein Typ mit einer Echse steht und das kommentiert, wenn du auf deine Winkearme hier mit Edding was draufgemalt bekommst. Sagen. Aber... Okay. Schieß mal los. Ich hab hier einen Auswuchs. Alter Schwede. Alter, bei dem möchte ich nicht im Zimmer sein, wenn da abends das Licht ausgeht, ganz ehrlich. Liegt seit 30 Jahren mit so einer scheiß Echse im Bett. Autoerotik mal ganz anders. Naja, da wachsen Haare raus, es ist... Wenn Wichsen nicht genug ist, zum Teil baut man sich eine Echse. Eine Wichse. Es ist feucht, also es ist massiv feucht. Wichse auf Achse. Ja, ich merk's immer, dass es hinten in den Nacken reingeht. Ich will es einfach weg. Oh, ich hab Kopfschmerzen, Alter. Ich hab voll Kopfschmerzen. Ah. Und dass du das noch so groß machen kannst. Ja, das kann man hier... Jetzt kriegst du zur Strafe deine scheiß Säufernase angeguckt. Jetzt schauen wir mal. So, zeigen wir das Gesamtergebnis. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen. Und dann wird das vom ZDF bezahlt, die Schönheitsoperation, oder was? Kann man die Lippen größer machen? Ich mag es einfach ein bisschen dicker, wenn ich mich mit dem Kopf hinten an. Ich komme bei dem vorbei und hau ihm die Echse weg. Das muss reichen. Ja, das ist schon alles ganz in Ordnung, aber Murat, weißt du was? Ich glaube, das hier braucht eine radikale Veränderung. Okay. Los geht's. Dann ab in OP. Komm. Wird der jetzt operiert? So, Excel, dann leg dich mal hin. Wird der jetzt gespritzt? Der wollte einfach sich Botox spritzen lassen, hat sich aber nicht getraut, das zu machen und hat sich dann diese Fernsehsendung als Vorwand überlegt und das ZDF als Geldgeber, damit er sich die dicken Blaselippen spritzen kann. Von meinen Rundfunkgebühren oder was, du Vollidiot? Jetzt kriegst du echt eine Spritze rein. Am meisten tut mir Murat leid, er hätte den Dreh nicht zusagen sollen, hätte er nicht machen sollen. Aber wie gesagt, gut, dass alles improvisiert ist. Nee, Murat, am liebsten hätte ich so, wie es am Anfang war. Wie am Anfang? Na, alles wieder so wie früher. Geht das? Wie lange geht das Scheiße noch? Ja. Oh, zum Glück noch 30 Sekunden. Alter Schwede. Ganz sicher. Okay. Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht glauben, ey. Oh. Ja, warst du schon...
Ey, Murat, das war ja geil. Darf ich bei dir einsteigen? Klar kannst du, aber du kriegst einen Kittel von mir. Mm. Den musst du morgen anziehen, wenn du kommst. Dankeschön. Ich mach die Tiere, du machst die Menschen. Okay, abgemacht. Das ist ein Deal. Olivia, Schätzchen. Ja? Morgen wird ein langer Tag. Wir haben früh um 8 Uhr die Zebras da. Ja. Und dann kommen 14 Uhr zwei Gnus zur Unterspritzung. Und dann 16 Uhr der Hamster zur Nachkontrolle. Mhm. Wenn was ist, rufst du an. Alles klar, Chef. Schönen Feierabend. Dankeschön, gleichfalls. Ah, Olivia. Ja? Mach nicht so lange. Okay, Leute, ich bin raus. Ich habe gerade eine Idee, Inspiration. Ich bastel mir jetzt gleich eine Giraffe. Hashtag Deep Throat. In diesem Sinne. Ciao, ich bin raus, Leute. Ex-Saubachse, Alter.